Hallo liebe Fußballfieberfans, ich fasse es nicht. Wer hätte das erwartet? Ein 4:0 Auftakt zur WM. Wir sind begeistert und damit stehen wir natürlich nicht allein da. Hallo Leute, wie versprochen bin ich natürlich auf den Plätzen dieser Stadt unterwegs. Noch 90 Minuten bis zum ersten Deutschlandspiel gegen Portugal. Wir machen jetzt mal rein in die LVM Arena, schauen, ob wir irgendwelche Stimmen bekommen, wie das Spiel ausgeht. Lasst euch einfach mal überraschen, kommt einfach mit. Erstes Spiel gegen Portugal, wie geht's aus? 2-1 gewinnen sie, 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. 2-0. Also 2-1 ist so hier die Meinung. Ich sag 3-0 für Deutschland. 3-0 für Deutschland. Leute, die Portugiesen sind nicht die Schwächsten, oder? Naja, es wird ein knapper Sieg, aber es wird ein Sieg. 4-2. 4-2? Ja, ganz entspannt 4-2. Alles klar, das ist eine Aussage. Also ich habe ja gedacht 2-1 für Deutschland. Und du? Ja, 2-1. Seid ihr sonst auch Fußballfans? Ja. Bayern München. Bayern München? Ja. Oh, alles klar. Ein 3-1. Wer sind die Torschützen? Weißt du das? Podolski, Götze, Schürrle. Mindestens 2-0, hoffentlich 3-0, 4-0. Da ist nach oben kein Limit, aber zwei Tore müssen her. Zwei Tore müssen her? Auf jeden Fall, mindestens. Wie spielen die Deutschen gegen Portugal? 2-0. 2-0, alles klar, danke. Bitteschön. Wie spielen denn heute die Deutschen? 2-1. 2-1 ist eine Aussage. Und du? 2-1, definitiv. 2-1, definitiv. Was spielt denn? Deutschland gegen Portugal. Ach, die Deutschen spielen noch mit? Ja. Ja, hatte ich schon wieder ganz verwechselt. Wie geht's aus? 1-1. Gut, alles klar. Übrigens, Leute, 1-1 ist auch mein Tipp. Wir werden sehen. Ist die Technik bereit? Ja, ist bereit. Ist bereit. Wie lange habt ihr jetzt eintrainiert, geübt, dass die Technik funktioniert? Ach, na ja, es ging relativ flott. Dann kam ja noch der Rokade, haben wir noch die Videos eingebaut. Eigentlich ist alles okay jetzt soweit. Auf wen haltet ihr? Costa Rica! Costa Rica! Und wie geht, gewinnen! Und wie geht das Spiel heute aus? Heute 2-1 für Deutschland. Offensiv, aber immer ein bisschen auf die Deckung. Und dann gewinnen wir auch 2-1. So, das waren die ersten Stimmen aus der LVM Arena. Tom, wie sieht es denn bei euch aus in der Samsung Arena? Also, ich schalte mal rüber ins Stadion der Freundschaft. Hallo Heinz, wir melden uns hier aus dem Stadion Gera, die Samsung Arena, live vor dem Spiel Deutschland-Portugal. Wir werden jetzt mal losgehen, die Leute befragen, was sie von diesem Spiel halten. Deutschland spielt, ihr müsst arbeiten. Trotzdem, wie geht das Spiel heute aus? Ich sag 2-1 für Deutschland. 3-0 für Deutschland. 2-1. 3-0 Deutschland. Wer schießt die Tore? Klose, Özil und Schürrle. Oh, ich sag mal 2-1 für Deutschland. Ah, gibt's andere Meinung? Ich sag 2-1 Portugal. 1-1. Für wen? Für beide. Ah, danke schön. Oh, hier haben wir einen Herr Podolski. Herr Podolski, eine Frage. Wie geht das Spiel heute aus? 2-0 für Deutschland, sage ich. Und wie weit kommen die Deutschen im Turnier? Ich schätze mal Halbfinale. Wieso nur Halbfinale? Weil die Brasilianer das Klima besser vertragen. 2-1 für Portugal. Ja, deswegen bist du genau richtig gekleidet. Und die Dame? Nein, ich sag 2-1 für Deutschland. Hoffentlich kriegt ihr euch da nicht in die Haare, ne? Nein. Sehr. Deutschland! 3-1 Deutschland! 3-1 Deutschland! Ich hab doch noch gar nicht gefragt. Ich wollte eigentlich wissen, wie weit Argentinien kommt im Turnier. Ja, Vorrunde, gerade so. Und wie weit kommen die Deutschen? Finale, Sieg! Weltmeister! Die deutschen Fans waren überwiegend optimistisch und konnten den Anpfiff kaum erwarten. Es dauerte nicht lang, da haben unsere Jungs ihr Spiel gefunden und schon früh einige gute Torschancen präsentiert. Nach einer sehr unsportlichen Aktion von Pepe, der dafür rot kassierte, verwandelte Thomas Müller den Elfmeter in der 12. Minute zum 1-0. Die Freude war groß und unser Team blühte richtig auf. Noch in der ersten Halbzeit fielen zwei weitere Tore. In der 32. Minute ein wunderschöner Kopfball nach einem Eckball von Groß und das 3-0 wieder von Müller in der 1 Minute Nachspielzeit. Da kann man sich in der Halbzeitpause verdient erstmal ausruhen. Ich hoffe, bei euch in der LVM Arena steht es auch 3-0 für Deutschland. Natürlich stand es bei uns auch 3-0, Tom. Auch hier war die Freude riesengroß. Ja, hier auf der LVM Arena grenzenloser Optimismus. 5-0 haben wir ganz oft gehört. Wollen wir mal sehen, ob noch irgendwelche Fußballfans noch höher gehen. Zufrieden mit den Deutschen? Ja, sehr gut machen wir. Wie geht's aus? 5-0. Und wie geht's denn aus? Ich habe 3-0 getippt, aber jetzt schließe ich auf ein kleines 5-6-0 oder 1. Ja. 5-1. Also ich denke mal, es wird ein 4-1, weil die zweite Halbzeit, da müssen wir noch dran glotzen. 5-0. 5-0.
Ihr seid alle richtig optimistisch. Genau. Also ich habe 1-2-1 getippt, das geht mir schon mal gar nicht mehr. Leute, ich bin total schwach beim Tippen, aber was soll's. Und wie geht's aus? Wie viele Tore schießen wir noch? 4-0. 4-0. 4-0. Ihr habt natürlich einen richtigen Durchblick, ne? Ja. Was, wie ist es war, das Spiel? Geil. Das ist, war einfach geil. Wir saßen vorne und haben gesagt, jetzt ein Tor, wir war ein Tor. Ja, und wir haben auch gesagt, dass Thomas Müller das erste Tor macht und das hat auch wirklich so gestimmt. Also, wie viele Tore schießen wir denn nur noch? Vielleicht noch 2 oder 3. Wie viele Tore schießen denn die Deutschen noch? Ich glaube, die schießen noch 3. Da soll ich jetzt erstmal die Klöße reinbringen, damit er seinen Torrekord machen tut, hier bei der WM alles drin, weil seine volle WM hat. Da hat es verdient. Wie viele Tore schießen noch die Deutschen? Also mindestens 3. Also am Ende 6-0. 6-0 mindestens. Also besser geht's fast gar nicht. Das ist natürlich besser als erträumt die rote Karte für gegen Portugal. Also für einen Deutschland-Fan natürlich, da geht's Herz auf. Das ist wunderbar. Also die Glücksgefühle sprudeln über. Also perfekter Abend bisher. In der zweiten Halbzeit schonte man sich wohl für das wichtige Spiel gegen Ghana. Aber trotzdem spürten alle die Überlegenheit der deutschen Elf. Dagegen sah sogar ein Cristiano Ronaldo alt aus. Und dass sie auch noch in der Unterzahl spielen mussten, machte Portugal deutlich zu schaffen. In der 78. Minute das 4-0. Wieder durch Müller. Eine entschiedene Sache. Der Abpfiff erlöste dann endlich die armen Portugiesen vor ihrer Blamage. So kommen sie auf jeden Fall nicht weit in dieser WM. Na, wie war das Spiel? Gut, sehr gut. Super, es war ganz toll. Wir haben uns mal wieder selbst übertroffen mit 4-0. Grandios. Wie war das Spiel? Das ist auch eine Meinung. 4-0 ist sensationell. Dann mach mal einen Tipp für den Samstag gegen Ghana. 8-0. Nee, auch 2-1, was ich denke. Hättest du ein 4-0 gedacht? Ich habe 3-1 getippt. Wie spielen wir am Samstag gegen Ghana? Na, genauso. Ah, genauso. Oder 1 mehr. 1 mehr. 5-0. Oh, 5-0. Optimist. Da würde ich mal so auf 3-1 tippen. Ja, liebe Fußball-Fieber-Fans, das war's aus der LVM-Arena. 4-0 gegen Portugal. Am Samstag geht's gegen Ghana. Wollen mal sehen, was im Stadion der Freundschaft los war. Ich schalte in die Samsung Arena. Was war bei euch los? Hallo Heinz. Deutschland hat gewonnen. 4-0. Riesenstimmung in der Samsung Arena. Wir befragen noch mal kurz die Zuschauer. Wir haben das gewusst, dass wir definitiv gewinnen, ja? Jawohl. Das Beste, was passieren konnte, oder nicht? Du noch mehr Tore erwartet? Nee, eigentlich nicht. Ja, eigentlich andersrum. Und wie läuft's fürs weitere Turnier? Noch besser. Na, bis ins Finale natürlich. Wir kommen ins Finale. Und dann? Dann macht Deutschland den Rest, ja. So, die Leute gehen glücklich nach Hause. Das war's aus dem Stadion der Freundschaft. Hier macht jetzt jeder seins. Ich gebe zurück zu Heinz ins Studio. Danke. Damit wäre also das erste Spiel bestritten. Als nächstes steht Ghana ins Haus. Wir haben Anfang des Jahres ein paar Fußballexperten gefragt, wie das Spiel wohl ausgeht. Gegen Ghana haben wir beim letzten WM auch knapp gewonnen und ich denke mal, das werden wir diesmal auch wieder machen. Also Ghana habe ich jetzt noch nicht so oft spielen sehen, aber ich drücke Ihnen einfach mal die Daumen. Ja, das wird interessant mit Boateng gegen Boateng, aber ich glaube, für die Ghana reicht es zu einem 3-1 Erfolg. Viele haben die auch nicht auf dem Schirm, wird häufig, wie ich finde, auch unterschätzt, aber auch die sehe ich nicht in dem großen Endspiel. Ja, das ist wirklich eine Wundertüte und wie gesagt, auch einige Spieler aus Ghana spielen in der Bundesliga. Ich denke, da können wir uns dann durchaus ein Unentschieden leisten. Die Mannschaften aus Gruppe G haben jetzt alle einmal gespielt. Schauen wir mal auf die Tabelle. Unsere Jungs führen mit 3 Punkten und 4 Toren die Tabelle an. Die USA stehen nach dem Sieg über Ghana auf Platz 2, ebenfalls mit 3 Punkten, aber weniger Toren. Ghana auf Platz 3 und wer hätte es gedacht, Portugal ist Gruppenletzter nach dem ersten Spieltag. Und da sind schon wieder 10 Minuten Sendezeit um. Wir haben einen geilen Anfang gesehen und sind optimistisch. Die bisherigen Überraschungen in den vergangenen Spielen versprechen eine spannende WM. In diesem Sinne sage ich Tschüss, euer Heinz und denkt daran, wir sehen uns auf den Plätzen dieser Stadt.